Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Einser Häppchen mit den Fleischwochen-Fanatiker. Fleisch. Alex, du fehlst irgendwie noch. Ich bin unterwegs. Nein, so meine ich. So meinte ich das jetzt nicht. Mit dem Jubelschreien wegen Fleisch. Juhu. Mann, die Begeisterung kommt mir nieder. Ja, fressen. Ich glaube, du musst mir die nächste Mal mehr bezahlen, damit du besser jubelst, so. Gib mir was zum. So, komm, meine kleinen Skorpione. Wir wollen Spaß haben. Komm doch nicht zum Essen. Nee, natürlich sollst du nicht zum Essen. Du sollst jetzt erstmal das Essen verarbeiten. Das sind aber auch Eunuchen hier, da ist ja schlimm. Immer von hinten. Ah, da kommen meine Lebewesen. Kommt, meine kleinen Nevis, kommt. Wir wollen nicht Stechflügler, wir wollen Nebelkriecher. So, top Idee. Ach, der ist sogar so nett und wartet hier vor uns. Oh, das ist doch lieb von dem. Na, sehr vorsichtig, Santo. Der wollte dich aufschleimen. Ja, ja. Ja, es kommt schon die ganz große Bestie. Oh, komm out. Wir werden alle sterben. An Orbitalschlägen. Das ist eine Bähfliege. Will ich mit einer Bähfliege? Fliege. Bibi! Hat er Puff gemacht. Der Soundbug da ist nervig. Nach was hört sich das an? Nach Minigun oder leichten MG? Ich glaube eher noch leichten. Minigun hört sich anders an. Immer noch wer da? Ja. Immer noch? Ja. Ja gut, dann kann ich das nicht sein. Dann muss es das Santo sein. Ah ne, ist er dort jetzt auch leicht MG gewechselt. Und immer nur der Bug? Ja. Oh, Mausi kann es nicht sein, weil der tört sich komplett anders an das Gleisgewehr. So, einmal hier kurz. Jetzt mache ich ja schon wieder alles kaputt. Ich muss aber eigentlich noch. War ich zu dick, Mausi? Ja. Das sah wirklich so aus, als wenn ich dir ein bisschen zu dick war. So, ich bring mal den Rest nochmal weg hier. Das heißt, ich muss nochmal einen Power-Rüstungswechsel machen. Einmal nochmal reparieren, das muss er fertig werden. Ich habe keine Lust, nächste Woche damit noch rumzurennen. So viel geht nämlich nicht kaputt. So viel kann gar nicht kaputt gehen. Obwohl, eigentlich wäre ja jetzt cool Gatling Laser oder die gute Vierfach Tesla. Die gehen eigentlich am schnellsten kaputt.
Immer noch? Und noch nicht fixt? Ich weiß nicht, ob sie es noch nicht gefixt haben. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Deswegen, ich hole mir mal gleich mal die Tesla raus. Mal gucken, was die sagt. Kids dürfte ich ja eigentlich auch noch ein paar haben. Und eine Vierfach habe ich ja auch darum liegen. Also an und für sich dürfte die ja richtig schnell kaputt gehen. Selbst ohne Perks. Dann brauche ich nicht immer drauf achten, dann kann ich meine eigene Waffe immer reparieren. Muss ich immer irgendeinen Rumpel hier kaputt rumpeln. Oder vielleicht reicht das, was ich jetzt hier noch bei habe. Also in Streunschlecherei ging jetzt 2 bis 3 Mal kaputt. Bei mir letztens zumindest. Mal gucken. Könnte man ja jetzt ausnutzen, dass das Ding ja momentan buggy war. Ist, wie auch immer. Werde ich ja gleich sehen. Für einmal reparieren, dürfte ich das hinkriegen. So, das ist, da ist sie. Die ist sogar, sieht aus, als wenn sie noch über die Hälfte hat. Mit einer guten Schrautlackierung hier. Munition habe ich dafür auch, passt. Das einzige Problem, ich werde jetzt keinen Schaden fahren. Ich werde jetzt nicht auf Kommando dafür umsockeln. Dann wollen wir mal gucken, wie lange das Ding hält. Was habe ich jetzt hier noch offen? Bisschen bestimmt noch irgendwo. Ne, hier zum Beispiel Barclay Springs. Haben wir ja wenigstens ein paar Verbrannte, die wir elektrifizieren können. So, dann bin ich mal gespannt jetzt hier. Das heißt, ich darf jetzt auch nicht nachladen. Härteprüfung kriegen wir jetzt auch noch, verdammt. Na denn, gleich zur Härteprüfung, aber wenigstens schon mal abholen hier. Du darfst nie wieder gleichen. Eigentlich du könntest so. Ja, komm. Wir wollen zur Härteprüfung. Jemand einen Flammenwerfer bei? Nö. Zum Nachhinein. Ich hab nix an stark in das. Ich schon. Hast du Heilen drinne dann, Mausi? Kann ich reinmachen. Okay. Dass wenigstens einer sich dann da um die Einzels, die durchs Feuer laufen. Freiwillig vor allen Dingen. Wollen wir mal wieder durchheilen. Das ist angenehmer. Man weiß nie, ob man lebend aus dem Ring rauskommt. Echt jetzt, Beatrice? Ein besserer Name als Düsterbot fällt dir nicht ein? Wie ist es bloß so weit? Unser Haus, unsere Regeln. Vergiss das nicht. Wir sind die stählernen Gladiatoren. Mausi ist das, Santo ist da. Wo ist der Alex? Leer machen, ich bin... leicht übermeldet. Sollen wir dann schon starten oder noch warten? Ja. Immer noch die Schreie. Okay. Hey, schön dich, die Gladiatoren. Meine Team, ich bleibe. So. Willkommen zum heißesten Bottkampf im Ödland. Ich bin Basso, euer Zeremonienmeister bei diesem Bottgemetzel. Ihr werdet erleben, wie es die besten Rostadler-Kampfmaschinen in 3 brutalen Runden mit einem Team von Ödlandkriegern aufnehmen. Richtet eure Aufmerksamkeit auf die Arena. Hier habe ich alle Kämpfer. Ich denke mal schon. Die stählernen Gladiatoren denken, sie könnten uns hier besiegen. Keine Chance. Auf zu Runde 1 des Bumsvideen Bot Battles. Nehmen Sie das, Schurke! Das zeigt den Müll, was zu bringen.
Nimm das! Tut mir das schon viel Glück, das wird furchtbar für Sie. Was für ein Schrotthaufen! So. Stecke hier ein! Bereiten Sie sich auf Ihre Entkernung vor für den Ruf der Rostadler. Mit den Stählernen Gladiatoren an. Das sollte nicht lange dauern. Ihre Niederlage steht gut. Sie sind dumm. Du besiegst uns nicht! Ad Victoriam! Nur zu für den Ruhm der Rossadler. Na komm, dann nach. Ich wurde getroffen. Ich glaube, das wird mir Spaß bereiten. Tut mir schrecklich leid, aber das wird das furchtbar für Sie. Schon mal sagen. Oh, Scheiße, bin getroffen. Was für eine Teileverschwendung. Du bist tot. Reißt euch zusammen, Gladiatoren. Noch zwei Runden. Ich muss sagen, es geht. Es geht. Es könnte besser sein, aber es ist schon mal ein bisschen haltbarer als davor. Ist der kleine Scheißerzähl? Das gibt's ja nicht. Ja, nun hau doch mal rauf da. Damage muss man mal dem machen. Ich muss sie einstecken! Verdammt! Ihr Ende ist nah. Ich wurde getroffen! Sie sind zu ihrem Durchbruch vorgedreht. Meine Xena hat sie zurechtgestanden. Ich hab's erwischt! Rostadler? Wohl eher Schrottadler! Scheiße, ich bin getroffen! Ups, hallo! Ich wurde getroffen! Posten. Für die Gladiatoren! Meine Klinge wird sie zurecht. Gute Arbeit, Gladiatoren! Wir werden nicht kampflos untergehen! Okay, jetzt geht es langsam kaputt. Also knapp 1000 Schuss habe ich rausgekriegt mit dem Ding. Achso, ja, halt, da war was. Na gut, dann kann ich dich ja eigentlich jetzt hier einmal kurz durchreparieren. So, dann bin ich nämlich damit fertig und wenigstens wieder Schaden NG rausholen. Oh, 1A Häppchen. Zwei Runden habt ihr überlebt, aber das war's jetzt. Der Düsterbot macht kurzen Prozess mit euch. Na, dann soll der Düsterbot kommen. Musst du vorsichtig sein, Maus. Bei der Explosion gleich können die mit drauf gehen fast, ne? Die stellenden Gladiatoren fürchten sich von niemandem! Nicht so! Ohne mich! Weiter! Mich hat erwischt! Mich hat erwischt! Stecke hier ein! Hoppala! So. Ich muss hier einstecken. Du bist ja, Scheiße, bin getroffen. Niemand erledigt einen Gladiator. Und schließlich die Vernichtung. Zuerst erleben sie Furcht, danach Verzweiflung. Und schließlich die
Vernichtung nicht auf. Ich hab's erwischt! Nehmen Sie Ihr Signal! Ich brauche Hilfe! Einfach auf den Düsterbot halten. Scheiße, bin getroffen! Verdammt! Haha! Verschwinden wir von hier! Wir können feiern, wenn wir zu Hause sind! Es geht zurück ans Reißbrett, Rostadler! Die Gladiatoren haben gewonnen! So, 7 Stimpaks. Bierkrog-Roboter-Schaukasten. So, 1 Erhäppchen ist im Moor. Ne, denn Moormeer. Gesundheit, Maus. Danke. Na komm, lass mich bewegen hier. Ich muss sagen, eine Tesla hat jetzt nicht wirklich viel mehr durchgehalten. War ein bisschen mehr als sonst, aber... Ja, ich möchte meine Rüstung, Maus. Statt direkt gerade in meiner Powerrüstung. Und in dich kann ich noch nicht einsteigen. So. Gesehen, wie er dich runtergeschoben hat. Ja. So, ich habe Faultier hier auch schon gepult. Na komm. Mein kleiner Leuchtner hier. Da ist noch eine Kröte, ich sehe nichts. Da war noch eine Kröte. Lecker. Kronkorken. Aber auch wuselige kleine Schlinger, ey. Was ist das für ein Feuerstil? Wo ist die Stelle? Na, wo ist sie? Übliche Stelle, übliche Welle. Noch mal ein Häppchen weniger. Und überladen plus. Aber das Gute ist, ich brauche jetzt nur noch Anglerfleisch, dann kann ich auch gleich Chloe fertig machen. Optimal, oder? So muss das laufen. So muss das laufen. Ach ja. Danke für die 5 Kronkorken, Alex. Ja, aber bitte doch. Aber du weißt doch, ich brauche keine Kronkorken, ich brauche Stahl. Gibt's nicht so schnell aus. Nee. Ich kaufe mir dafür jetzt 5 Stahl. Kauft mir jemand für 5 Kronkorken 5 Stahl? Muss ich mir noch gut überlegen. Die 5 Stolle hätte er dann vor deiner Frau in Campen. Also. Ich hab doch reine Stahlarmut. Was habe ich eigentlich jetzt noch abzuschließen in den Weeklies?
Fleischhapper geht nicht. Stufe würde gehen, wäre jetzt aber nicht nötig. Daily Ops und Daily Ops. Ach du Heilige, ich bin ja schon durch. Warum sagt mir das keiner? Du bist durch. Okay. Bin ich denn gutartig durch oder bösartig durch? War great. Wie soll ich denn weiterfahren? Ja, dann wissen wir, ob du durch bist. Achso. Also nicht halb gar, nicht ganz gar, sondern genau. Übergar. So, dann gucken wir mal, was haben wir jetzt hier? Noch nichts. Faultier. Was ist am Camp? Da liegt am Camp. Und wie soll ich dir jetzt 5 Kronkorken geben? Kann ich dir auch 5 Stimpacks geben? Log's oben drauf, weil um die 5 kommt's gar nicht mehr drauf an. Gehühne. Ja, hätte ja sein können, dass du auch sagst, okay, du nimmst die Bezahlung auch ein Stahl gegen ein Stimpack. Dann wäre uns beiden geholfen. Ein Stahl, ein Stimpack? Dann schauen wir erst nochmal was. Na, alleine wenn du eine Minigun zerlegst, dann hast du doch schon 30 Stimpacks denn gemacht. Das heißt, ein Räumungsbescheid und du bist rich. So viel Stimpacks kannst du dich tragen. Kannst du dir da mal lauchen? Niemand lagert schon? Ich hab ihn. Ja, wird's mal Zeit, dass du einen hast. Ein Erstellen, der nur Stimpacks trägt. Die ganze Kiste voll. Nicht nur die Kiste, selbst der Mann ist voll. Der kann sich nachher nicht mal vom Fleck bewegen, weil er so viele Stimpacks hat. Ist nur stationär zu benutzen. Genau. So, ich habe ja hier, kann ich hier abgeben. War ja Kryptit. War ja Kryptit. So. Ne, nicht. Ich wollte nicht Shelby's. Mäh. Ich wollte nicht auf Shelby. Probe wird analysiert. Analyse abgeschlossen. Datenbank aktualisiert. Ja, lauf bloß, Vektor. Jetzt dann noch einmal da unten abgeben, sonst wird er gleich wieder mit eingemixt im Kochprozess. Denn wir haben gleich schon wieder Fleischwoche, Fleischwoche. Na, nun spring. Ist doch nur ein Baumstumpf, der im Wege stand. So schnell zurück? Mist, ich meine magnifik. Schön, dich wiederzusehen, Leslie. Geh doch in dein Zimmer und spiel ein bisschen. Miss Chloe braucht ein wenig Ruhe. Vielleicht wäre ein Nickerchen gut. Also, lauf schon. Gut,
Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss. Bis später. Tschüssi.